Erlenbach im Westerwald. Günther Ludolf ist tot. Wer kann ihn ersetzen? Ich tue telefonieren und dann tue ich mir auch ausruhen und dann hole ich noch das Teil. Also habe ich zwei Aufgaben. Doch wird Peter das schaffen? Ach, Sie können abholen. Wann möchten Sie ihn an für sich abholen? Ich stelle die Wünsche nach Ihnen. Ja, selbstverständlich. Das ist schön, dass Sie kommen. Bis daher. Tschüsschen. Nein. Ja. Herr Peter, ich musste ja lachen, wie ich dich da gehört habe. Ja. Ich sag, da fehlt doch der Günther ein bisschen am Telefon. Da kommt es was besser. Behandle ich die Kunden nicht lieb? Nein, wir können aber ein bisschen länger reden mit denen. Hallo, Firma Ludolf, guten Tag. Wie geht es Ihnen? Schöner Tag. Und ein bisschen mehr diskutieren. Nein, die wollen ja nicht diskutieren. Doch. Die wollen einen Teil kaufen. Nein, die wollen auch Freundlichkeit haben. Die wollen nicht ihr ganzes Leben erzählen. Kundenservicezeit, auch Freundlichkeit. Wartet mal, Jungs. Guten Tag. Ja. So, jetzt mache ich für euch meinen Probelauf. Ja. Einen recht schönen guten Morgen. Na, wie geht es? Ja! Ja, Ihnen geht's gut. Das Wetter ist auch schön, bei Ihnen auch? Ja. Und wie geht's Ihnen sonst? Familienordnung? Ah, ja. So freundlich haben Sie noch keinen erlebt. Ja, ja. Bei so einem netten Mensch, der was da am Telefon ist. Ja, sieht dich doch gar nicht, Peter. Da wird's ja gleich schlecht. Das ist Uwe und Manni wohl etwas zu viel Freundlichkeit. Doch Peter ist gar nicht mehr zu bremsen. Grüßen Sie Ihren Mann und die ganze Familie. Tschüsschen und einen wunderschönen Tag. Schöne Grüße. Schöne Grüße von Uwe auch. Ich tue das Teil noch rausschleppen. Uwe schleppt das Teil raus. Aber es soll nicht zu viele Küsschen geben. Einer reicht. Tschüss. Mach das schon. Okay. Jetzt zeige ich dir bei dem nächsten Anruf, wie es sein könnte. Mach mal, ob es klingelt. Klingelingelingeling. Balla, 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 balla. Das klingelt. Ich meine, das klingelt. Jetzt mach mal, zeig mir, wie du es machst. Klingelingeling, klingelingeling. Herzlichen guten Tag. Hier ist Ludolf aus Dernbach. Was möchten Sie, junge Frau? Junge Frau, du weißt, wie jung die ist. Da muss ich mal gucken. Das und das Teil. Ich frage mal nach. Peter, ein Kordvögel von einem Renault 5, der kleine Freund. Ja, Mannichen, jetzt kommt es drauf. Grün, gelb, blau oder was für Farbe möchte haben. Ob Manni wirklich den Schraubenschlüssel mit dem Hörer tauschen sollte? Zumindest er selbst ist von seinen Telefonkünsten überzeugt. Tschüss! So wird's gemacht. So wird's gemacht, Mann. Ich würde das nicht verkraften, was du jetzt mir angetan hast. Ich habe das erste Gespräch viel länger geredet. Und besser. Und viel besser. Und wenn und du mir sagst, ich habe. Einen Moment. Und du hast junge Frau gesagt, du warst unfröhlich. Uwe, Peter, du riechst richtig geschwollen daher. Wie sein oder nicht sein, das geht doch gar nicht. Das, wie du redest wie im 14. Jahrhundert. Ja. Der Nervsinn, du müsstest fast wie eine Psychiatrie. Das geht überhaupt gar nicht. Uwe, das machst du mal. Ich mach da Klingelingel, weil er kriegt das nicht hin, weil er niveaulos ist. Klingelingeling. Mann, das hört sich ja schlimm an. Das klingelt von Manni. So, hallo, Autogrill, Firma Ludolf. Guten Tag. Ach ja. Sie brauchen eine Vergaser für einen Einspritzer, VW, Golf, in 2. Baujahr 91. Ja, kein Problem, ich frage meinen Bruder mal. Eine Minute. Als hätte Uwe nie etwas anderes gemacht. Der 59-Jährige zeigt seinen jüngeren Brüdern, wie es geht. Ja, wir können liegen lassen. Also sie holen später nach Mittag ab dann. Kein Problem, sag dem Bruder Bescheid, der wird nicht weiterverkauft. Kein Problem, bis dann. Tschüssi, ciao, ciao. Uwe, das muss ich sagen, der war gut gewesen, der Anruf. Uwe, du hast einen super Anruf gemacht. Ja, nicht wie bei Peter, dieses Ich und du haben gute Anrufe gemacht, oder? Peter, wir machen mal einen Versuch nochmal. Du machst aus uns drei, aus mir, Pet, aus dich und aus Uwe, mal einen Anruf testen. Versuch mal das zu kombinieren. Klingelingelingeling, klingelingelingeling. Ja, einen recht schönen guten Tag, Herr Ludolf. Ja, hier ist Herr Peter Ludolf. Ja, Sie brauchten was für Ihren Pkw. Was für ein Pkw haben Sie denn? Na, das hört sich doch schon viel besser an. Welche Seite? Ja, haben wir da. Auch Uwe muss neidlos anerkennen, vielleicht ist Peter am Telefon doch keine Fehlbesetzung. Verbleiben wir so? Morgen wollen Sie kommen. Ja, ja, selbstverständlich. Und Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, danke schön. Tschüsschen. Das war perfekt. Ja. Es war nicht zu kurz, es war freundlich, du hast alle Daten gesagt. Firma Ludolf, guten Tag,
hast denn alle Daten gegeben, tschüss, einfach nicht zu lang und ist kurz und freundlich. Das ist perfekt gewesen. Mein Job ist Telefondienst in Günthers Namen, er sieht es, aber mein Job ist auch noch die andere Sache. Mein Job, was der Günther und ich gemacht haben, also alle beide. So, Peter, weißt du was, wir werden langsam was schaffen. Ja. Sonst lieg gleich und schlaf gleich ein. Ich bin langsam müde hier. Richtig. Jungs, du musst den Günther seinen Job mitmachen, Peter. Ich mache jetzt den Günther seinen Job. Ich mache alle beiden. Ich mache meinen Job und den Günther sein. Und wenn du Hilfe brauchst, rufst du mal rein. Bis dir wieder geht, ich lege hier ab, warte ich auf Telefongespräche. Ja. Das ist der Günther sein und das ist mein Job. Aber, ja. Eine echte Doppelbelastung für Superhirn Peter. Doch Günther wäre sicher stolz auf ihn.